So, herzlich willkommen zu Akamoro, das Kartenspiel. Jetzt mit dem Ermittler-Spotlight Diana Stanley, die S-Tier-Supporterin. Sie ist mit Sicherheit Top 3 oder Top 4 der besten Lila-Ermittler, meiner Meinung nach. Und vielleicht die beste Supporterin im Spiel. Warum das so ist, wollen wir in diesem Video klären. Ich habe sie in zwei Kampagnen gespielt und ich finde sie überragend. Die Frau, die kann alles, wenn man sich auf sie einlässt. Denn ich habe sie auf ja, Support, also unterstützen gespielt. Ihr müsst also eure Mitspieler unterstützen. Wenn ihr sowas nicht mögt, dann ist es vielleicht nicht sowas für euch. Man kann sie mit Sicherheit auch anders bauen. Ich habe sie wirklich auf die Effekte aufheben und ignorieren gespielt. Auf Englisch Cancel oder Ignore. Um sie, ja, so, um meine Teammitglieder sozusagen zu unterstützen. Gehen wir mal rein, indem wir uns erstmal die Attribute angucken. 1333 sieht erstmal nicht so mega krass aus, sondern eher im Gegenteil super schlecht. 77 ist gut. Ja, aber was man gleich sofort sieht, Diana bekommt plus einen Kopf für jede Karte unter ihr. Und das ist jetzt, was kommt jetzt ihr Effekt oder warum sie halt auch so unglaublich stark ist. Nachdem eine Karte, die du besitzt, einen Karten- oder Spieleffekt aufgehoben oder ignoriert hat, falls sich weniger als fünf Karten unter Diana befinden, platziere jene Karte verdeckt unter ihr, ziehe eine Karte und du erhältst eine Ressource. Das heißt also, wenn ihr Karten platziert, bekommt ihr immer noch genau das noch zusätzlich, was halt extrem stark ist. Dieser Charakter geht vor allen Dingen in den ersten Runden nicht, hat keine großen Ressourcenmangel oder keinen großen Kartenmangel, weil er eben, oder weil sie eben genau diese mit dieser Fähigkeit das aushebelt. Das macht auch sehr viel Spaß zu spielen, diese Fähigkeit. Die ist wirklich exzellent. Und wenn wir weiter gucken, ja, sie hat eine 35er Deckgröße, das darf man nicht übersehen. Die meisten haben ja 30, 5 Karten mehr, ein bisschen verbessert, sage ich mal. Ist aber nicht so schlimm, kann man nur hinwegsehen. Müsst ihr Karten von 0 bis 5, Wächterkarten von 0 bis 2, ist ganz in Ordnung, neutrale Karten 0 bis 5. Ich wollte hier in dem Video nochmal ein paar Karten zeigen, die mit ihr ganz gut funktionieren. Das heißt nicht, dass es hier ein Deck-Building-Video ist, aber damit ihr schon mal grob sehen könnt, warum dieser Charakter wirklich auch stark ist. Dann gehen wir gleich erstmal auf die Deckvoraussetzungen und bevor wir hinkommen, schauen wir uns nochmal die zusätzliche Vorbereitung an, denn ihr beginnt nämlich mit einer Startkarte mehr auf der Hand und das ist die dunkle Erkenntnisse. Die dunkle Erkenntnisse ist ein Ereignis, das für zwei ausgespielt werden kann und zwar für schnell, wenn ja, ein Ermittler an einem Ort, an deinem Ort, das ist hier sozusagen die Einschränkungskarte, eine Begegnungskarte zieht oder eine Schwäche, dann könnt ihr sie sofort aufheben. Begegnungskarte kann also auch einfach sein, ein Gegner, ein Monster, wird sofort aufgehoben. Das ist extrem stark. Und nicht nur, dass das ein sehr guter Effekt ist, auch wenn die Karte zwar reingemischt wird, ist aber nicht so schlimm. Auch wenn die Karte 2 kostet, ihr bekommt ja mit eurem Effekt, bekommt ihr ja wieder eine Karte gezogen und eine Ressource. Und zudem erhöht sich euer Kopfwert ja auch wieder um 1. Das heißt, ihr habt dann schon wieder 2. Das Gute ist an der Fähigkeit noch, darf man nicht vergessen, hier steht nur einmal pro Phase, nicht pro Runde. Das heißt also, der Effekt kann in der Runde mehrmals auftreten. Was wirklich sehr gut ist. Dennoch braucht sie ein bisschen. Das bedeutet, ihr könnt jetzt nicht in der ersten, zweiten, dritten Runde hier voll auf Kampf oder vermitteln gehen, weil ja eben, weil auch für vor allen Dingen Lila sehr viel auf Kopf geht. Und also wenn ihr auf den Kopfwert gehen wollt, weil sie kommt mit 5 Karten unter ihr auf einen 6er Kopfwert, das ist, wenn man das sozusagen als Basiswert sieht, der höchste Wert von allen Ermittlern im Spiel, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann habt ihr schon einen 6er Kopfwert, mit dem ihr jetzt auch wirklich was anfangen könnt. Dann könnt ihr mit 6 theoretisch kämpfen und sonst was machen. Aber das ist erstmal, sage ich mal, so wie ich sie gebaut habe, erstmal zweitrangig. Denn wenn man andere unterstützen kann und die dann ihr Spiel durchziehen können ohne Einschränkung, dann hat das schon ihren Wert. Gehen wir auf ihre Schwäche. Ihre Schwäche ist nicht ganz so schlimm, wie man denken könnte. Wenn die gezogen wird, dann gibt es einen Effekt. Wenn ihr keine Karten unter Diana habt, dann wird die abgelegt. Wenn ihr Karten unter Diana habt, dann müsst ihr eben für jede Karte unter ihr entweder eine Karte ablegen oder einen Horror nehmen. Das heißt, ihr könnt also auch immer überlegen, ah, ich habe 3 Karten auf der Hand, ich habe 5 Karten unter ihr, bei 5 Karten unter ihr könnt ihr einen 4-1-Split machen, 5-0-Split, 5-0 oder was weiß ich, 3-2 und könnt euch also wirklich auch überlegen, was ihr macht, was die Schwäche nochmal deutlich schwächer macht,
als, ja, als sie vielleicht sie auch noch liest. Das kann zwar nicht aufgehoben werden, ist egal. Es gibt viel, 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 viel schlimmere Ermittlerschwächen als diese hier. Also, das ist hier. Vor allem, wenn man am Anfang sie zieht, auch, ist sie auch nicht so schlimm. Am Ende hat man vielleicht auch noch genug Horror, die man nehmen kann. Also, die ist wirklich ertragbar, wenn man das so sagen kann. Ja, hier, das ist so eine sechste Karte auf der Hand. Das ist sowieso immer gut. Und ja, dann haben wir noch mal ihre charakterspezifische Karte, die Klinge der Dämmerung. Die liest sich so gut, aber sie ist nicht so gut. Kann ich gleich sagen, habe ich sehr, immer sehr selten genutzt. Die kostet halt 3, das ist erstmal so ganz günstig. Und ja, man kann jetzt kämpfen und macht aber keinen extra Schaden. Also das hier könnt ihr sofort ignorieren. Total egal. Bringt gar nichts. Und was halt die Karte halt ausmacht, ist, du darfst Ereignisse und Fertigkeiten unter Diana spielen oder beitragen. Also ihr könnt sie auch zu einer Probe beitragen, wenn ihr wollt. Als ob sie sich auf deiner Hand befinden. Das klingt erstmal ganz gut. Als zusätzliche Kosten muss man sie halt erschöpfen. Und solange sie erschöpft ist, kann sie ihre Fähigkeit hier nicht nutzen. Die kann nicht genutzt werden. Solange die, also sprich, wenn sie in der Runde erschöpft ist, müsst ihr es in der nächsten Runde dann machen. Und ja. Und da kommt auch das Problem dahinter. Man will ja am Anfang jetzt bei Diana nicht unbedingt sofort Karten hier wieder rausholen, denn man will ja den Kopfwert steigern. Und wenn ihr eine Karte aus ihr herauszieht, dann verliert ihr einen Kopfwert. Und das ist nicht so wirklich toll, vor allem nicht am Anfang des Spiels. Und im späteren Verlauf, ja, wenn ihr schon auf 5 Karten seid und ihr wollt nicht gleich noch eine extra Ressource haben oder eine extra Karte ziehen, dann macht ihr das, um eben noch die Möglichkeit zu haben, wieder eine neue Karte unter sie runterzulegen. Das ist, sage ich mal, das, warum man die Karte dann eben auch nochmal ausspielt. Aber das muss man auch nicht haben. Also diese Karte ist, also ich würde sagen, die schlechteste Karte von allen Ermittlern, die ich kenne, die mir jetzt so gerade so im Kopf schwören, die man wirklich gar nicht, die will man gar nicht auf der Starthand haben. Die will man in den ersten 3, 4, 5 Runden auch nicht draußen liegen haben. Also es ist wirklich keine gute Karte. Eigentlich nicht. Ja, sie hat ihren Effekt, ist okay, und irgendwann kann man sie spielen, sie ist komplett nutzlos. Aber es ist einer der wenigen Ermittler, die ich kenne, wo ich sage, die will man gar nicht haben. Ja, und die habe ich auch immer aus den Top 5 Karten sofort rausgelegt. Die willst du nicht spielen. Zumindest nicht am Anfang. Gut, jetzt gucken wir uns mal ein paar Karten an, warum sie dann eben auch so stark ist. Ich habe ja gesagt, ihre Fähigkeit funktioniert in dem Sinne, dass Spieleffekte oder Karten aufgehoben oder ignoriert werden. Zum Beispiel haben wir jetzt den Counterspell. Der wurde jetzt, wir spielen ja mit der Tabuliste. Gehen, können wir nochmal zeigen. Die Tabuliste ist ja eine Liste, in dem ihr spielen könnt, wenn ihr wollt. Ich sage beim Counterspell einfach noch aus, anstatt diese kleinen Einzelsymbole, sagt jetzt aus, this card reads now. Now reads as non-fail-Symbol. Also, wenn ihr nicht den Fail, wenn das nicht das Fail-Symbol zieht, dann hebt ihr den Chaos-Marker auf an dem Ort. Also ihr müsst natürlich gucken, dass ihr immer auch mit einem Ermittler zusammengeht. Das ist halt auch wichtig bei ihr, dass ihr dann eben auch diese Fähigkeiten auch oder diese Karten auch spielen könnt, damit sie auch was bringen. Ja, kostet halt 2, hat jetzt hier 2 XP-Kosten, die gibt es natürlich auch für 0. Und wenn ihr das aufgehoben habt, geht es wieder unter ihr. Ihr zieht eine Karte und eine Ressource. Es fühlt sich immer gut an. Irgendeiner aus eurem Team macht eine Probe. Zieht halt den heftigsten Marker. Vielleicht irgendwie den, was ich, den Herzmarker. Der macht minus 4. Würde die Probe nicht schaffen. Ihr spielt als schnell den Gegenzauber. Dann hebt ihr den Chaosmarker auf. Dann zieht ihr dafür, also dann klingt die Probe. Dann zieht ihr eine Karte. Dann zieht ihr eine Ressource. Das kann ich euch sagen. Das macht richtig Laune. So, dann geht's weiter. Das ist so ein bisschen jetzt hier die Core-Karte noch mit. Das ist der Schutzsiegel. Man hebt eben Enthüllungseffekte auf. Man bekommt zwar immer einen Horror, das ist ein bisschen ärgerlich, aber auch hier wieder, da passiert nichts. Ihr zieht eine Karte, nehmt eine Ressource und der Enthüllungseffekt, der wirklich teilweise brutal sein kann, wird aufgehoben. Okay. Das war dazu. Dann gucken wir uns noch weitere Karten an. Geht auch schnell. Jetzt noch ne, hypnotisierter Blick. Zum Beispiel, ihr könnt Angriffe aufheben. Oder ihr könnt Effekte, wo es heißt, ihr müsst Karten ablegen oder so, könnt ihr spielen. Es gibt auch die groteske Statue. Da könnt ihr theoretisch auch, sobald du einen Chaosmarker anhüllen würdest, gib eine Ladung aus. Enthülle 2 statt einem Chaosmarker, wähle einen dieser Marker, den du abhandelst und ignoriere den anderen. Und wenn ihr etwas ignoriert, könnt ihr sogar diese Karte unter die anderen legen. Auch wenn das ja dann eben nicht mit der Klinge,
funktioniert, denn die sagt aus Ereignis und Fertigkeiten. Das ist halt hier ein Vorteil gewesen. Macht aber Sinn, wenn ihr der Meinung seid, okay, bevor ich sie ablege, lieber unter Diana setzen und dann lieber noch eine Karte und das rausbekommen. Ja, dann gibt es auch das gute Safeguard, das ist einer der besten blauen Karten meiner Meinung nach ist. Ja, ihr könnt einfach gratis bewegen mit einem, zu einem anderen Ermittler. Ihr wollt sowieso zu anderen Ermittlern mitgehen und somit geht ihr automatisch mit dem mit. Und das ist so auch eine ziemlich gern gesehene Keykarte, um eben die Bewegung zu sparen. Ja, oder hier, man hebt die Angriffe auf, spielt diese Karte, sobald ein Gegner einen Ermittler an deinem Ort angreift, hebe den Angriff auf, also ihr könnt Leute schützen mit damit, dann zieht ihr eine Karte und Ressource immer. Und mit einer der absoluten Premium-Karten ist die Vorahnung. Da hätte ich gerne vier drin gehabt. Sie sagt einfach aus, in jedem Fenster kann gespielt werden, für schnell, kostet 0. Also das ist schon 0 und schnell immer schon gut. Und dann eben zieht man zufällig einen Chaosmarker und sobald ein Chaosmarker aus dem Konto gezogen werden, enthüllt werden würde, handelt stattdessen den ich ja für sie immer gab. Also sie zieht also einen Chaosmarker aus dem Beutel, seht also, was kommt und jetzt der nächste, der eine Probe macht, hat diesen Marker eben in der Probe. Also könnt ihr jetzt euch absprechen, wer möchte diese Probe vielleicht auch nicht schaffen, weil man eben minus 4 oder was gezogen hat. Oder wer möchte das schaffen und sieht das in dem Vorfeld. Die Karte ist auch absolut Premium. Also ihr seht, man kann hier wirklich sehr, sehr, sehr gut supporten mit Diana. Das ist etwas, was ich an ihr wirklich bevorzuge. Deswegen ist es für mich auch klar S-Tier, weil sie eben nie die ganz großen Ressourcenprobleme hat, nie die ganz großen Zielkartenprobleme, denn die Karten, die ich euch gezeigt habe, die sind auch alle nicht so teuer. Der 2, 0, 1, ne? Die kosten mal 3, die spiele ich nicht, sehe nicht so oft. Oder hier, die kostet 1. Ja, aber das sind jetzt nicht diese super teuren Karten, die man mit ihr braucht und eben dadurch, dass man auch noch Karten und Ressourcen bekommt, hat man also auch noch eine gute Mechanik, die sie mitbringt. Ja, wenn ihr mal schon bei Diana gespielt habt und ihr nochmal komplett anders gebaut habt, lasst es mich wissen. Ich kann sie hier mit gutem Gewissen und mit vollem Arkham Horror Herzen empfehlen, sie mal zu spielen, denn sie ist wirklich nicht nur gut, sondern auch macht auch Spaß. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Haut rein.